Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu unserer Online-Ausbildung hier in Marktheidenfeld. Ich hoffe doch sehr, ihr seid nicht abergläubisch, weil wir haben heute die 13. Veranstaltung, aber ich hoffe doch nicht, dass irgendetwas schief geht hier. Unser Thema heute ist, wie schon in der letzten Woche auch, Gefahrguteinsätze, Grundlagen für den ABC-Einsatz. Philipp hat wieder ein interessantes Programm zusammengestellt und eine gute Präsentation aufgestellt. Ich denke, es wird wieder kurzweilig. Wie hat er gerade gemeint? Also wenn es nicht so spannend wäre heute, hätte es ihn gelangweilt und wäre zu Hause geblieben. Aber er will das auf alle Fälle durchziehen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir da auch was Ordentliches rüberbringen. Ich wünsche allen, die ich nicht mehr sehe, auch jetzt schon von hier aus ein gesegnetes Osterfest und schöne Feiertage. Ich freue mich, wenn wir uns nach den Feiertagen dann auch wieder zur nächsten Online-Ausbildung sehen. Bis dahin viel Spaß und heute viel Erfolg und gute neue Informationen für euch. Jo, hallihallo auch heute wieder. Vielen Dank, Bernhard. Jo, wir sind heute zum zweiten Mal beim Thema Gefahrguteinsätze. Ich denke, die meisten werden letzte Woche schon dabei gewesen sein. Und dann steigen wir einfach genau da wieder ein, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich mit der GAMS-Regel. Und weil das so schön ist und so wichtig, wiederholen wir die auch gleich nochmal. Was bedeutet GAMS? Gefahr erkennen, Absperrmaßnahmen treffen, Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte alarmieren. Letzte Woche haben wir schon die Punkte Gefahr erkennen und Spezialkräfte alarmieren im Endeffekt durchgenommen. Gefahr erkennen war das große Thema Kennzeichnung vor allem. Und jetzt machen wir heute weiter mit den Absperrmaßnahmen und dem Thema Menschenrettung und wollen uns da noch so ein paar Nebenthemen miteinander angucken. Absperrmaßnahmen treffen, was bedeutet das? Bei einem Gefahrguteinsatz wird immer unterschieden zwischen einem Gefahrenbereich und einem Absperrbereich. Der Gefahrenbereich ist grundsätzlich immer in dem Moment, wo erkannt wird, dass es sich um einen Gefahrguteinsatz handelt, 50 Meter um die Einsatzstelle zu ziehen. 50 Meter heißt auch wirklich, ich ziehe da einen Kreis außenrum. Das heißt nicht nur die eine Straße nach 50 Metern sperren und auf der anderen Seite sich nicht kümmern, sondern wirklich einmal den Gefahrenbereich absperren. Dieser Gefahrenbereich darf nur unter persönlicher Sonderausrüstung betreten werden. Und der wird immer durch die Feuerwehr gesichert und markiert, eben weil es der Gefahrenbereich ist und wir verteidigen oder wir sichern ja gegen Gefahren. Dann gibt es aber auch noch den Absperrbereich, in der Grafik grün dargestellt. Der ist mindestens 100 Meter. Da sollte schlicht und einfach nicht jeder rein. Also da sollten nur die Einsatz- und Unterstützungskräfte rein, die wirklich benötigt werden für den Einsatz. Und die sollten in der Regel von der Polizei gesichert werden. Ja, je nachdem, wer da die freien Kapazitäten hat. Manchmal ist die Polizei, hat die weniger zu tun. Manchmal sind wir aber auch mit genügend Leuten da, dass wir das selbst tun können. Grundsätzlich ist es aber Aufgabe der Polizei. Dann kann so ein Gefahrenbereich aber natürlich auch ganz anders aussehen. Spätestens in dem Moment, wo Wind aufkommt, kann sich so gerade so ein Gefahrstoff, egal in welcher Form er jetzt vorliegt, ob fest, flüssig oder gasförmig, auch mal verteilen und dann muss ich natürlich auch reagieren und meine Gefahrenstelle vergrößert sich im Endeffekt und dadurch muss ich auch meine Absperrbereiche entsprechend anpassen. Ein super Einstieg ist dieses Bild auch, schaue ich gerade mal, ich brauche mal wieder meinen Laserpointer. Aus dem Grund hier, hier unten ist so wunderschön der Dekonplatz, weiß und Schwarzbereich eingezeichnet. Und das, auch das gehört zum Thema Absperrmaßnahmen dazu und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Was bedeutet denn Dekontamination? Bei der Feuerwehr bedeutet es eine grobe Reinigung von Einsatzkräften, deren Schutzkleidung von anderen Personen und von Gerät. Also im Endeffekt in erster Linie von uns selbst und Personen, die wir gegebenenfalls retten. Unsere Schutzkleidung und, wenn es wirklich notwendig ist, auch von Gerät. Die eigentliche Dekontamination, oben heißt es nur Grobreinigung, die obliegt den Fachbehörden. Also es ist immer wichtig zu wissen, was wir machen, ist eigentlich nicht mal die Dekontamination, sondern eine Grobreinigung. Wie schaut jetzt so eine Dekontamination aus? Was müssen wir da nach der Feuerwehrdienstvorschrift 500, die sich ja ausschließlich mit dem Thema Gefahrgut beschäftigt, beachten?
Erstens mal ist es immer eine Schwarz-Weiß-Trennung sicherzustellen. Das heißt, ich komme irgendwo in einem Bereich an, bin kontaminiert, dann werde ich gesäubert und gehe quasi rüber in den Weißbereich. Und da soll kein Schadstoff mehr in irgendeiner Form an den dekontaminierten Personen oder auch dem Material hängen geblieben sein. Da soll quasi wirklich alles sauber und rein weiß sein. Was auch wichtig ist, das sind alles Punkte, die so in der Feuerwehrdienstvorschrift stehen, wenn jetzt Haut kontaminiert ist, dann sollte das Ganze nach Möglichkeit nicht erwärmt werden, weil was passiert, wenn man Haut erwärmt? Die Poren gehen auf und im Endeffekt fördere ich, dass die Gefahrstoffe in den Körper aufgenommen werden. Deswegen nicht mit warmem Wasser vor allem spülen. Außerdem sollte man natürlich so einen Gefahrstoff nicht noch gründlich in die Haut eintreiben. Deswegen, wenn man versucht, das Ganze wegzubekommen, eher abtupfen und auf jeden Fall nicht abreiben. Und wichtig ist, kontaminierte Personen sind im Nachgang auf jeden Fall immer einem geeigneten Arzt vorzustellen. Wichtig ist auch geeignet, nicht jeder Arzt kann damit umgehen, jetzt mit einer kontaminierten Person aus einem Gefahrguteinsatz umzugehen. Also ich denke, das sollte bei jeder Feuerwehr bekannt sein, wo man da die Einsatzkräfte im Fall der Fälle hinschicken kann. Gut, jetzt haben wir gelernt, was bedeutet Dekon eigentlich. Jetzt gibt es aber bei der Feuerwehr verschiedene Dekonstufen. Die sind hier jetzt schon mal aufgelistet. Das ist die Dekonstufe 1 bis 3 und das bedeutet ganz Unterschiedliches. Dekonstufe 1 ist die sogenannte Notdekon und das ist jetzt wirklich wichtig für alle, egal von welcher Feuerwehr ihr zuhört, in dem Moment, wo es in einen Gefahrguteinsatz geht und irgendein Trupp in den Gefahrenbereich vorgeht, muss immer eine Notdekon sichergestellt sein, in dem Moment, wo jemand diesen Gefahrenbereich betritt. Und das muss der Einsatzleiter, der Gruppenführer, egal wer auch immer Sagen hat, auch immer ab dem ersten Moment sicherstellen. Wie das ausschaut, gucken wir uns gleich noch an. Dann gibt es die sogenannte Standard-Dekon. Die ist bei jedem ABC-Einsatz unter persönlicher Sonderausrüstung sicherzustellen. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich unter Sonderausrüstung vorgehe, wo es jetzt nicht mehr ausschließlich um Menschenrettung geht. Und dann gibt es die Dekonstufe 3, das ist die sogenannte erweiterte Dekontamination. Die zieht dann, wenn ich eine größere Anzahl von Personen habe oder wenn es eine besonders schwere Verschmutzung oder eine besonders schwer lösliche Verschmutzung ist. Ihr seht schon, das Ganze ist jetzt in Grau dargestellt. Das ist in Grau aus dem Grund, weil es jetzt nicht Aufgabe der Feuerwehr Markt Heinfeld ist, sondern da gibt es spezielle Züge vorne oder spezielle Einheiten dafür. Haben wir das letzte Mal unter den Spezialeinheiten kennengelernt. Klassiker, einfach nur ein paar Meter weiter hier neben unserer Interimswache. Das ist der ABC-Zug, die beschäftigt sich mit dieser Dekonstufe 3 natürlich. Aber kommen wir gleich auch dazu, auch mit der Dekonstufe 2. Was wichtig ist, lebensrettende Sofortmaßnahmen gehen immer vor der Dekontamination. Wichtig aber auch dabei, wir müssen natürlich den Eigenschutz beachten. Also wenn wir dadurch Gefahr laufen, den Stoff selbst in uns aufzunehmen, also Gefahr der Inkorporation, in dem Moment tun wir das natürlich nicht. Aber wenn das möglich ist, gehen lebensrettende Sofortmaßnahmen vor. Schlicht und einfach, es hilft nichts, wenn ich eine leblose Person dekontaminiere. Gut, Dekonstufe 1, Notdekon, wie schaut das aus? Mindestens ein Schnellangriffsschlauch an der Absperrgrenze. Schnellangriffsschlauch bedeutet in dem Fall, auf jeden Fall ist Druck auf dem Schlauch drauf. Das heißt, der Maschinist muss dann nicht noch anfangen und die Pumpe wirklich in Betrieb nehmen und Wasser beibringen, sondern das soll ich wirklich aufmachen können und im Notfall wirklich jemanden abbrausen können, wenn der kontaminiert, verunreinigt ist. Also das ist die Mindestanforderung und das kriegt auf jeden Fall jede Feuerwehr hin. Das kriegt auch eine Feuerwehr hin, die im Zweifel nur ein TSF oder ein TSFW hat. Das funktioniert auf jeden Fall und das ist auch absolute Pflicht. Wenn ich jetzt nicht nur einen Schnellangriff oder einfach nur ein Strahlrohr hinlegen möchte, habe ich auch die Möglichkeit, mir da Provisorien zu bauen, um zumindest einmal das kontaminierte Wasser, das ist natürlich dann verschmutzt, damit wasche ich ja den Dreck, sage ich jetzt mal ab, aufzufangen. Im Endeffekt der Klassiker, was man eigentlich schon in der Grundausbildung lernt, ist hier dieses Leitergestell. Ich packe da eine Folie rein und in dem Moment läuft mir die Soße zumindest mal nicht davon. Wenn ich jetzt jemanden sehr gründlich abduschen will, kann ich natürlich mir auch so ein Gestell zum Beispiel bauen. Das sind jetzt einfach nur Ideen. Wichtig ist auf jeden Fall dieses Thema, ein einsatzbereiter Schlauch und im Endeffekt so eine Auffangwanne, die man sich selbst bauen kann. Das wäre schon mal super. Dann das sogenannte Standard-Dekon-Konzept, Dekon-Stufe 2. Was ihr jetzt hier seht, ist der Dekonplatz, der Standard-Dekonplatz von unserem AC-Zug in Markt Heidenfeld. Vielen Dank an der Stelle für die Bilder an den Rainer und der Philipp, mit dem wir darüber gesprochen haben.
Also im Endeffekt ist das der aktuelle, meines Wissens nach könnte es auch schon wieder ein alter Dekonplatz sein. Die haben zwei verschiedene Varianten, das ist quasi der große. Im Endeffekt kommt ihr als Trupp, der im Gefahrenbereich wart, hier an, wird hier im Endeffekt schon mal ein Stück weit entkleidet. Dann ist hier die Wanne zum Duschen, genauso wie dieses Duschzelt. Und dann geht es wieder hier in den Grünbereich. Also im Endeffekt ist das hier die klassische, ist hier eine Rot-Grün-Trennung, Schwarz-Weiß-Trennung. Und im Endeffekt wird hier dann auch das kontaminierte Wasser aufgefangen. Einfach nur mal, dass ihr das gesehen habt. Also müssen wir, ist nicht unser Thema in dem Fall. Bei jedem größeren ABC-Einsatz wird eigentlich auch der AC-Zug mit alarmiert. Das heißt, im Normalfall, sage ich jetzt mal, ist dieses Thema Standard-Dekon auch überhaupt nicht das Thema von der Feuerwehr, sondern da kümmert sich der AC-Zug drum, aus meiner Sicht sehr gut, weil wir haben da tatsächlich auch andere Probleme. Es ist gut, dass es eine Einheit gibt, die sich wirklich nur darum kümmert. Auf der rechten Seite, so abgeschnitten, seht ihr so nebenbei auch noch das Dekon-Konzept vom Rettungsdienst. Auch das ist in der Feuerwehrdienstvorschrift gesagt, dass eigentlich die Dekontamination von verletzten Personen Aufgaben vom Rettungsdienst ist. Also auch da gibt es was, das wollen wir uns jetzt aber nicht genauer angucken, ist Aufgabe vom Rettungsdienst. Wichtig noch, 15 Minuten nach Anlegen der ersten PSA, der ersten persönlichen oder Sonderausrüstung, muss das Ganze betriebsbereit sein. Warum? Ja, man rechnet mit einer Einsatzzeit von 20 bis 30 Minuten und wenn die CSA-Träger jetzt zum Beispiel zurückkommen, dann muss das Ganze natürlich stehen und betriebsbereit sein. Funktioniert natürlich nur, wenn es entsprechend rechtzeitig auch alarmiert und vor Ort ist. Gut, das ist das Konzept vom AC-Zug. Für alle Fälle haben wir aber auch bei uns ein Konzept für das Thema Standard-Dekon. Ich habe das jetzt mal ganz dreist Dekonstufe 1,5 genannt. Im Endeffekt ist das eine Mischung. Ihr seht hier, es ist ein Provisorium, was jetzt den Auffangbehälter angeht, auch hier aus Leiterteilen. Wir haben da Folien dafür extra verladen, damit wir das aufbauen können. Das Ganze ist verladen auf dem GWA bei uns, kommen gleich noch ein paar Bildchen dazu. 1,5 deshalb, weil alles, was die Reinigung angeht, dann nicht mehr so provisorisch ist, sondern da gibt es tatsächlich alles Mögliche an Material. Das sind jetzt ein paar Bilder aus dem GWA, die der Patrick mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die will ich einfach mal kurz zeigen. So schaut das Ganze aus, dass ihr das nochmal gesehen habt. Das Thema Dekontamination und Dekonplatz machen wir separate Ausbildungen. Das ist Thema vor allem von Markus und von Patrick. Einfach nur nochmal ins Gedächtnis zu holen. Wir haben da auch was und wir können da durchaus auch sehr vieles tun, wenn es denn nötig ist, wenn der AC-Zug jetzt noch nicht da wäre. Gut. Dann gibt es in der Feuerwehrdienstvorschrift noch eine sehr ausführliche Dekon-Matrix. Da ist jetzt aufgelistet, wie gehe ich denn vor bei radioaktiven, bei biologischen und bei chemischen Stoffen in den unterschiedlichen Dekon-Stufen. Einfach nur, dass ihr mal gesehen habt, das gibt es, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Im Endeffekt sagt es einfach, was bedeutet denn eigentlich Kontamination und wie kann ich das Ganze abwaschen. Und könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, einfach mal anschauen. Gut, und dann kommen wir nochmal zurück zu diesem Anfangsbildchen vom Thema Absperrmaßnahmen treffen, den Gefahrenbereich. Da steht so schön drin, haben wir vorhin schon gesagt, festlegen, markieren und sichern durch die Feuerwehr. Was klar ist, hier ist als Pauschale diese 50 Meter angegeben. Erstens mal, also in dieser Folie möchte ich das Ganze so ein bisschen einschränken oder erweitern, je nachdem, wie man es sehen will. Erstens mal, diese 50 Meter sind auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt. Man muss wissen, je nachdem, um was für einen Stoff es sich da handelt und vor allem auch in welchen Mengen, muss das angepasst werden. Und zum einen muss man da natürlich auch auf die Erkenntnisse vor Ort reagieren. Zum anderen gibt es aber auch da ganz konkrete Anhaltswerte, wenn es sich denn um bestimmte Stoffe handelt. Ich will es einfach nur mal als Beispiele nennen, das Thema Munition, das Thema Acetylen. Das sind besonders gefährliche Stoffe, wo man auf jeden Fall auch schon mal über einen erhöhten Gefahrenbereich, einen größeren Gefahrenbereich nachdenken muss. Und vor allem das Thema Flüssiggasanlagen. Und gerade beim Thema Flüssiggas, das wird ja teilweise in extrem großen Behältnissen geladen. Wir haben letzte Woche diesen Güterzug gesehen in der Ausbildung. Und dann gibt es da ganz andere Absperrgrenzen. Dann kann das Ganze ganz schnell mal bis 1000, 1500, 2000 Meter hochgehen, dass ich wirklich den Gefahrenbereich erweitern muss. Das kommt dann ganz auf die Größe an. Das sind Sachen, die lernt man dann im Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführerlehrgang. Also im Endeffekt, diese 50 Meter sind nicht in Stein gemeißelt. Und jetzt noch ein Punkt. Natürlich sollten wir einfach nicht nur von Pauschalwerten ausgehen, wenn wir bessere Erkenntnisse haben. Und da kommen die Messgeräte ins Spiel.
Uns stehen Messgeräte zur Verfügung. Wir haben letzte Woche schon gesagt, zum Teil müssen wir uns auf jeden Fall als Spezialkräfte sehen. Und in dem Moment, wo wir über Messgeräte verfügen, dann können wir auch sagen, hey, wo ist denn eigentlich wirklich der Gefahrenbereich, und den einfach rausmessen. Und dann müssen wir auch nicht auf Standardwerte zurückgreifen. Gut. Heißt aber nicht, das möchte ich auch dazu sagen, am Anfang geht man immer von diesen 50 Metern aus und dann passt man quasi entsprechend der neuen Erkenntnisse an. Und was wir jetzt machen wollen ist, im Rahmen dieser Absperrmaßnahmen wollen wir uns mal unsere Messgeräte anschauen. Das hatte ich letzte Woche schon angedroht. Ist ein wahnsinnig wichtiges, auch nicht ganz einfaches Thema, aber das wollen wir heute einfach mal angehen. Gut, und ihr seht schon hier, wir haben hier auch zwei Messgeräte schon mal vorbereitet. Ihr seht das Ganze jetzt sowohl auf den Folien, wir wollen aber auch so ein kleines bisschen was zeigen jetzt an der Stelle. Zum einen haben wir unser Meergasmessgerät. Das ist das gute Stück, das ist auf dem ELW hinten im Heckbereich verladen. Das wollen wir uns gleich anschauen, und dann haben wir noch den sogenannten CO-Warner, schauen wir uns gleich an, auch an. Und letzte Woche hatten wir schon mal erwähnt, die Messgeräte im Strahlenschutz, die werden heute nicht Thema sein, das werden wir uns in dieser Ausbildung Strahlenschutz in ein paar Wochen anschauen. Fangen wir mal mit dem kleinsten Gerät an, der CO-Warner. Gehen wir mal hier in der Folie weiter. Als erstes mal, wir haben zwei Stück davon bei uns in der Feuerwehrmarkt Heidenfeld. Einmal ist er auf dem ELW verladen an der Zugführer-Einsatzleiterweste, und im 40-1 an der Krummführerweste ist auch eins dran. Im Endeffekt ist das jetzt nicht unbedingt als Messgerät zu sehen, sondern das ist ein Gerät, was der Einsatzleiter oder der Krummführer immer bei sich trägt, um, wenn es jetzt um Einsätze geht, wo ich nicht unbedingt mit CO rechne, dass wir einfach rechtzeitig gewarnt werden. Hat sich im Rettungsdienst so etabliert, auch in allen Feuerwehren eigentlich so, und das ist eine sehr gute Sache. Zu diesem CO-Warner haben wir so nebenbei auch an alle so ein, ja, Taschenkärtchen verteilt. Das ist im Endeffekt das, was ihr jetzt auch in der Präsentation seht. Will ich euch einfach mal zeigen, aber das habt ihr auch alle im Endeffekt in der Tasche stecken. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Eingeschaltet wird dieser CO-Warner schlicht und einfach 3 Sekunden auf die grüne Taste drücken, zählt sogar runter, dann geht das gute Ding an, zeigt als erstes die Alarmgrenzen an und dann misst das Ding schlicht und einfach. Im Moment 0 ppm, also ist nichts passiert. So, ausgeschaltet wird das Ganze, indem ich 3 Sekunden lang beide Knöpfe drücke. So. Kein Hexenwerk. Was passiert jetzt, wenn wir wirklich was messen? Im Endeffekt ist hier nochmal dargestellt, wie sich denn diese Alarme anhören. Wir haben hier erstens mal der Alarm 1, das eine Tonmuster wird natürlich auch entsprechend angezeichnet. Alarm 2 ist das andere Tonmuster. Und die wichtigste Frage ist denn jetzt eigentlich, was bedeutet so ein Alarm? Und das ist eben jetzt auf dieser Folie dargestellt, beziehungsweise auch auf der Rückseite von der Karte. Der erste Alarm ist die Alarmschwelle 1, und das ist die sogenannte Achtungsschwelle. Wird ausgelöst bei 30 ppm und es zeigt nichts anderes. Achtung, da ist CO in einer leicht erhöhten Konzentration vorhanden. Passt mal auf, was da noch passiert. Also da ist auf jeden Fall noch kein Grund, irgendwie Panik zu schieben. Der Einsatztoleranzwert, der offiziell für Feuerwehrler ohne Atemschutz 4 Stunden lang erlaubt wäre, ist übrigens 33 ppm. Also wirklich überhaupt gar kein Problem. Was wir uns jetzt heute nicht anschauen, sind die Maßnahmen. Wir wollen uns nur mal die Messgeräte anschauen. Dann der zweite Alarm hier, der auch nicht mehr quittiert werden kann an dem Messgerät, ist bei 60 ppm. Das heißt, CO ist in einer erhöhten Konzentration vorhanden. Das bedeutet auch für uns immer noch keine Panik. Es ist immer noch Arbeiten bis 15 Minuten absolut unbedenklich möglich. Der Einsatztoleranzwert für eine Stunde, hören wir uns nachher übrigens noch an, was das genau bedeutet, liegt bei 83 ppm. Also auch beim Hauptalarm von diesem Gerät müssen wir uns absolut noch keine Gedanken machen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen, wo das Ganze dann tatsächlich gefährlich wird. Die nächste Schwelle ist die obere Alarmschwelle, das ist dann bei 200 ppm, das heißt dann gefährliche CO-Konzentration. Im allerhöchsten Notfall ist auch dann noch eine Menschenrettung ohne Atemschutz zulässig, allerdings dann natürlich als Sofortrettung, also da lassen wir uns definitiv keine Zeit mehr. Und wirklich vorbei ist es dann bei 500 ppm. 500 ppm ist wirklich absolut lebensbedrohlich, auch für uns, und dann ist Menschenrettung auch nur noch unter Atemschutz zulässig. Also im Endeffekt, was wir uns merken sollten, wirklich gefährlich wird es eigentlich erst ab 200 ppm. Und man hört immer wieder von Einsätzen, wo solche
CO-Konzentration oder einfach so ein CO-Alarm einfach passiert und dann schwere Geschütze aufgefahren werden. Man muss immer das Ganze in der Relation sehen und muss wissen, ist es jetzt wirklich gefährlich. Erzählen wir jetzt an der Stelle, ihr bedient auch diese Messgeräte, deswegen müsst ihr das wissen. Beurteilen und Entscheidung treffen tun natürlich im Endeffekt die Führungskräfte, also Gruppenführer und aufwärts. Die müssen mit diesen Schwellen klarkommen. Dann hier unten als letzte Zeile nochmal ein ganz interessanter Wert. CO ist so nebenbei auch brennbar, und mal nachher auch nochmal kurz dazu, und zwar ab 10,9 Volumenprozent. Und 10,9 Volumenprozent bedeutet 109.000 ppm, also wirklich ein sehr hohes Vielfaches von diesen 500 ppm. In dem Bereich ist CO ein Gift, und zwar ein Gift, was aufs Blut wirkt. Das blockiert ja quasi das Hämoglobin, blockiert quasi die Sauerstoffaufnahme ins Blut. Man erstickt quasi innerlich und deswegen ist das Ganze giftig. Explosionsfährlich wird das Ganze ab 109.000 ppm. Einfach nur, dass ihr das mal gehört habt. Und auch dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns mit dem Messgerät beschäftigen. Gut, das erste Bildchen von unserem schönen Meergasmessgerät. Als erstes mal, was kann das Ding eigentlich alles messen? Und da muss man sagen, wir haben wirklich ein sehr gutes Messgerät. Das kann insgesamt 6 Gase messen. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Erstes C9H2O, das sind die chemischen Formeln dafür, ist sogenanntes Non-Nan. Da geht es um den Explosionsschutz. Da gehen wir gleich nochmal sehr tief drauf ein. Lassen wir jetzt an der Stelle mal sein. Dann gibt es das Kohlendioxid. Kohlendioxid ist im Endeffekt immer in der Luft vorhanden. Kommen wir nachher auch nochmal dazu. Und es entsteht bei jeder vollständigen Verbrennung. Wird auch industriell teilweise eingesetzt und ist ein Gift, ein Atemgift, was aufs Atemzentrum wirkt. Das heißt im Endeffekt, das Gehirn weiß nicht mehr wirklich, wie es atmen soll. Und deswegen ist das ein Atemgift. Dann haben wir als nächstes O2, ist Sauerstoff. Das hat was mit, ja gut, Sauerstoff brauchen wir zum Atmen, braucht man aber auch zum Brennen. Dann NH3 ist Ammoniak, das ist bei uns im Magdeburg-Heinfeld auch relevant. Das wird nämlich zum Beispiel in großen Kühlanlagen eingesetzt, wie es bei uns auch welche gibt. Von daher müssen wir das auch messen können. H2S ist Schwefelwasserstoff, das ist ein Faul- und ja, Gärgas, was im Endeffekt oft in Gruben, bestes Beispiel, in irgendwelchen Biogasanlagen vorkommen kann. Und dann haben wir auch CO, Kohlenmonoxid. Das kann dieses Messgerät auch messen, auch ein Stückchen, ja, ich sage jetzt mal genauer als diese kleinen Messgeräte. Gut, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie dieses Gerät hier funktioniert. Angeschaltet wird es logischerweise hier unten, ÖNÖF steht da drauf. Da drücken wir jetzt einfach mal und dann werdet ihr sehen, schauen wir uns das mal an. Das kommt als erstes ein Startbildschirm. Das Ding fängt auch direkt das Brummen an. Und dann kommt als erstes Mal nach dem Start dieses Bild, was ihr jetzt auch hier auf der Folie seht. Und da werden als erstes Mal die Messbereiche und auch die Alarmgrenzen für die ganzen unterschiedlichen Stoffe angezeigt. Da sind wir jetzt schon drüber. Und am Ende kommt dann im Endeffekt dieses Bild, das ist das tatsächliche Messbild. Da werden quasi permanent die aktuellen Messwerte der ganzen Stoffe angezeichnet. Und was ihr jetzt schon seht ist, es ist nicht so, dass wir nichts messen. Wir messen im Moment 0% UEG. Sehen wir gleich noch, was das bedeutet. CO2 messen wir im Moment 0,06%. Wenn ich jetzt ein bisschen weggehe, müsste da 0,04 stehen. In dem Moment, wo ich da reinatme, wird es schon mehr. Also 0,04 Volumenprozent ist der normale Gehalt in der Luft. Sauerstoff 20,9%, auch das ist der normale Sauerstoffgehalt. Wenn ich da jetzt ein bisschen reinatmen würde, dann wird auch der Sauerstoffgehalt schon mal runtergehen. Gut, dann wollen wir uns als nächstes mal das Thema, ich stelle es jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Seite, das piepst so ein bisschen rum, das Thema Explosionsschutz, also den ersten Messwert von Nonan, C9H2O, wenn ich mich nicht täusche, ja, anschauen. Wie funktioniert das Ganze denn? Und ihr seht jetzt, wir werden uns jetzt gleich so ein paar Skalen, ich mache das Ding mal aus, bevor es hier noch ein bisschen wild durch die Gegend piepst. Ja, super, jetzt geht es wieder an. Gut. Also, wir schauen uns das gleich auch nochmal an dem Gerät an. Explosionsschutz UEG. Was bedeutet dieses UEG denn überhaupt? Wichtig ist erstmal, was wir uns jetzt anschauen, sind sogenannte Volumenprozent. Also,
Wie viel Prozent an dem Luftvolumen, was jetzt quasi hier so rumschwirrt, ist denn welcher Stoff? Und da gibt es jetzt drei Bereiche. Wir gehen jetzt davon aus, es ist irgendein Stoff vorhanden, der brennfähig, der explosionsfähig ist. Und dann gibt es erstens mal einen Bereich, ist eine gewisse Menge da, einen gewissen Volumenanteil. Und das ist aber zu wenig, damit da irgendwas explodiert. Das heißt, das Gemisch ist zu mager. Dann gibt es aber auch einen Bereich, in dem das Gemisch zu fett ist. Das heißt, es ist so viel von dem brennbaren Stoff da, beziehungsweise es ist so wenig Sauerstoff da, dass das Ganze schon wieder nicht mehr zünden kann. Das heißt, im Endeffekt ist es schon gefährlich, der Stoff ist da, aber explodieren kann es trotzdem nicht. Und nur dazwischen ist der sogenannte Explosionsbereich, der für uns relevant ist, weil da drin macht es Boom und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Die Grenze zwischen Explosionsbereich und des Gemisches zu fett, das ist die sogenannte obere Explosionsgrenze. Ist für uns nicht sonderlich relevant, weil wir laufen ja immer in einen Gefahrenbereich von außen rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus einem Bereich kommen, wo es quasi, also wir kommen an, bleiben außerhalb des Gefahrenbereichs, dass wir in dem Bereich stehen, der zu fett ist, ist relativ gering. So nebenbei können wir das leider auch gar nicht messen. Was wir aber messen können, ist die sogenannte untere Explosionsgrenze. Und das ist enorm wichtig. Das ist genau die Kennzahl, die wir auf den Messgeräten drauf haben, nämlich Prozent von der UEG. Also das sagt im Endeffekt, ab diesem Punkt hier liegt ein zündfähiges Gemisch vor. In dem Moment, wo da eine Zündquelle dazukommt, dann macht es schlicht und einfach Bumm. Und natürlich auch in dem ganzen Explosionsbereich macht es auch Bumm. Was jetzt wichtig ist zu wissen, das Messgerät zeigt über diesen kompletten Explosionsbereich einfach immer 100% UEG an. Der sagt dann nicht mehr, oh, jetzt sind aber 150% von dem Stoff da, sondern im Endeffekt, das bedeutet immer, wir sind jetzt im Explosionsbereich. Das heißt, das Ding, wenn wir gleich sehen, piepst einfach wild in diesem ganzen Bereich. Aber in diesem Bereich dürfen wir überhaupt gar nicht reinkommen. Im Endeffekt, wir laufen ja in die Gefahrenzone rein, bewegen uns quasi von dem Punkt, es wird immer mehr an explosionsfähigem Stoff und das Messgerät, das sehen wir jetzt gleich, schlägt irgendwo an dieser Stelle, wo es noch relativ harmlos ist, Alarm und sagt, hey, du hast jetzt 10%, du hast jetzt 50% von deiner unteren Explosionsgrenze erreicht. Bedeutet für uns auch, da kann noch nichts explodieren. Und das ist für uns auch enorm wichtig, da kommen wir auch gleich dazu, was das für uns nochmal bedeutet, dass wir immer rechtzeitig gewarnt werden. Info an der Stelle schon mal, werde es heute noch ein paar Mal sagen, in dem Moment, wo diese Messgeräte das Piepsen anfangen, ist für uns noch keine Gefahr in Verzug. Das heißt für uns erstmal, Achtung, da ist was, ihr müsst euch überlegen, wie ihr weiter vorgeht. Das heißt nicht, uns fliegt gleich alles um die Ohren. So, und jetzt schauen wir uns das mal konkret für ein paar Stoffe an. Und wir fangen da einfach mal mit Methan an, das ist das ganz normale Erdgas, CH4. Zur Info, wenn ihr das Ganze nachguckt, ihr könnt mit Sicherheit auch andere Werte finden, als die ich euch jetzt zeige. Ich habe einfach immer irgendwelche Sicherheitsdatenblätter von wirklichen Stoffen, die es gibt, genommen, aber je nach Hersteller sieht es immer so ein klitzekleines bisschen anders aus. So, und bei Methan liegt dieser Explosionsbereich jetzt zwischen 4,4 und 17 Volumenprozent. Das heißt, unter 4,4 Volumenprozent passiert nichts und über 17 Volumenprozent, das, was der größte Bereich ist, dann ist so viel von diesem Methan da, dass es auch wieder nicht zündfähig ist. Schon mal eine wichtige Information, diese 4,4% solltet ihr euch merken. Jetzt kommen wir zu einem anderen ziemlich bekannten Stoff, den jeder von uns kennen sollte, Acetylen. Acetylen ist dafür bekannt, dass es schlicht und einfach den größten Explosionsbereich aller Stoffe hat. Also das ganze Ding ist schlicht und einfach rot. Explosionsbereich liegt zwischen 2,3 und 99,99 Volumenprozent. Im Grundlehrgang lernt man da immer ein bisschen anderer Wert, ich glaube 97,8 oder so. Das ist aber jetzt ein Stoff, der von Linde konkret hergestellt wird. Also im Endeffekt, der komplette Bereich ist Explosionsbereich. Deswegen ist Acetylen auch so gefährlich. Dann gucken wir uns mal Kohlenmonoxid an. Das hatten wir gerade auch schon. Und da liegt der Explosionsbereich jetzt zwischen 11,3. Ist lustigerweise auch wieder ein anderer Wert, den wir vorhin gesehen haben. Liegt daran, dass wir wieder einen anderen Hersteller, eine andere Quelle haben. Die Dimensionen passen aber zusammen. Und 75,6 Volumenprozent. Also auch hier ein sehr großer Explosionsbereich. Und jetzt kommen wir zu unserem Stoff, auf den unser Messgerät kalibriert ist, nämlich Nonan. Das ist ein sehr unbekannter Stoff. Also
Ich habe davon noch nichts gehört gehabt, bevor wir uns mit diesem Messgerät beschäftigt haben. Warum haben wir jetzt da Nonan genommen, einen Stoff, der bei uns überhaupt nicht vorkommt? Wir könnten ja genauso gut auch Methan nehmen. Erdgas ist was, das kann uns bei uns wirklich im Einsatz begegnen, das ist was Praktikables, würde doch Sinn machen. Wir haben Nonan genommen, weil Nonan eine untere Explosionsgrenze von 0,8 Volumenprozent hat. Das heißt extrem tiefen untere Explosionsgrenze. Und damit sind wir einfach immer auf der sicheren Seite. Und das ist das Wichtige für uns. Uns darf es nicht passieren, dass wir nicht wissen, hey, wir sind im Explosionsbereich. Deswegen nehmen wir Nonan. Einfach nochmal eine Folie, um das zu verdeutlichen. Was würde jetzt passieren, wenn wir das Messgerät auf Methan kalibriert hätten? Was wir tun könnten, was auch manche Feuerwehren tun. Wenn das Messgerät jetzt anzeigt, 10, 20, 30, 40, 50% von der unteren Explosionsgrenze, dann sind das genau die Werte von Methan. Wenn ich aber de facto kein Methan habe, sondern Benzin, und wir verwenden dieses Messgerät ja bei allen explosionsfähigen Stoffen oder bei Butan, dann bin ich bei 20% UEG von Methan tatsächlich schon im Explosionsbereich von Benzin oder auch von Nonan hier zum Beispiel. Oder wenn das mir 40% UEG von Methan anzeigt, bin ich bei Butan, was ja auch ein gängiges Gas ist, um zu heizen, auch schon im Explosionsbereich. Also im Endeffekt, die Bereiche, die wären gefährlich für uns. Im Endeffekt, es könnte schon was explodieren, das Messgerät würde uns aber nicht warnen. Und genau deswegen ist bei uns Nonan genommen worden. Nonan ist quasi die sichere Seite. Und ihr seht hier, wenn Nonan 100% unter der Explosionsgrenze anzeigt, da sind alle anderen Stoffe, die hier angezeigt werden, noch weit weg von 100% UEG. Und genau deswegen ist da Nonan genommen worden. Aber auch an der Stelle nochmal, das zweite Mal, dass ich das heute sage, wenn dieses Messgerät piepst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich einen Einsatz mit Nonan in Magdeinfeld haben, ist nicht sonderlich hoch. Heißt es, Achtung, wir müssen aufpassen, wir müssen uns überlegen, wie wir vorgehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns schon in einem explosionsfähigen Bereich befinden, selbst wenn das jetzt 100% UEG anzeigen würde. So, und da seht ihr das auch nochmal, das sind die Alarmgrenzen, 100% UEG kann es messen und die Alarmgrenzen sind bei 10 und bei 50% UEG. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Methan oder Butan messen würden und das Ding fängt das erste Mal das Piepen an, dann sind wir vielleicht bei 5, vielleicht sogar weniger Prozent von der wirklichen UEG von unserem eigentlichen Stoff. Das ist die Botschaft, die heute Abend auf jeden Fall ankommen muss. Gut, das war das Thema Explosionsschutz. Bevor ich jetzt auf diese lustige Tabelle eingehe, möchte ich euch nochmal zeigen, wie dieses Ding tatsächlich piept. Wir schalten es nochmal an. Startet nochmal. Und hier, wir haben ein ganz normales Feuerzeug. Da ist definitiv kein Nonan drin. Aber ihr werdet gleich merken, das reagiert trotzdem drauf. So, wichtig ist, die Testphase muss es auf jeden Fall durchlaufen. Und jetzt ist es an. Jetzt halten wir einfach mal ganz kurz das Feuerzeug hier hin. Und hier oben, das ist der Wert, auf den es ankommt. Ah, 11, 24. So piepst quasi in dem Moment, wo es die erste Schwelle 10% UEG überschritten hat. In dem Moment, wo es wieder drunter ist, dann hört es auch wieder das Piepsen auf. Über 50 sind wir jetzt gerade nicht gekommen. Das wollen wir jetzt mal ändern. Ja, jetzt waren wir zu schnell. Wenn es dauerhaft rot leuchtet, ihr seht jetzt hier oben, es hat einmal 100% angezeigt und in dem Moment hört es auch nicht mehr das Piepsen auf. Wenn das jetzt über 50% bleiben würde, könnte ich diesen Alarm auch überhaupt gar nicht quittieren. Aber da wir jetzt quasi wieder bei 0 sind, ist hier unten der Lautsprecher, ich kann den Alarm auch wieder quittieren. Also, aber jetzt wollen wir es nochmal, ich zeige es euch nochmal, wenn wir jetzt quasi über 50% wären, kann ich das Ganze auch gar nicht quittieren, das kommt immer wieder. So hört sich das Ganze an, so hört sich es auch bei den anderen Grenzwerten an, was wir uns jetzt gleich anschauen. So, jetzt machen wir das Ding wieder aus, auch wieder hier unten. Gut, also wichtig für euch ist, warum wir das heute machen, ihr müsst das Ding nicht wirklich, also nicht bis zum Ende interpretieren können.
ihr sollt wissen, um was es wirklich geht. Und im Endeffekt, die Atemschutzgeräteträger sind diejenigen, die das Gerät mit vornehmen. Und ihr müsst quasi, ich sage jetzt, eine qualifizierte Rückmeldung geben können. Ihr müsst sagen können, das zeigt mir an, 10%, 25% UEG, ich habe die erste Alarmschwelle erreicht. Und nicht einfach, ja, das hat angeschlagen. Das ist enorm wichtig, das ist die Info, die ihr weitergeben müsst. So, jetzt haben wir den Bereich hier oben einmal abgedeckt. Die ersten zwei Zeilen, ich habe die zweite Zeile eingefügt, weil wir zeigen jetzt hier 100% UEG an, aber eigentlich misst das Gerät auch wieder Volumenprozent und rechnet es quasi um in diese Anteil, also wie nah an der unteren Explosionsgrenze bin ich. Könnte ich mir auch anders anzeigen lassen, werden wir nicht tun. So, jetzt wollen wir uns aber auch noch die anderen Stoffe nochmal zumindest kurz anschauen. Absolut klar, das ist viel Information. Ihr sollt es einfach mal gehört haben. Das ist nichts, was ihr euch wirklich, also vor allem nicht die Zahlen, merken können müsst. Was auch da wieder hängen bleiben soll, ist, das ist weit weg von extrem gefährlich, was wir da messen. So, fangen wir mal an mit Kohlendioxid. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Kohlendioxid ist in der normalen Atemluft auch vorhanden, 0,04 Volumenprozent. Und wenn ich jetzt ausatme, in dem Moment atme ich schon 4% Kohlendioxid aus. Und ihr seht jetzt hier, ich messe Volumenprozent. Die erste Alarmschwelle ist bei 0,5 Volumenprozent. Das heißt, wenn ich da ordentlich reinhauche, ein paar Mal hintereinander, dann ist auch diese Alarmschwelle schon erreicht. Sogar die zweite Alarmschwelle ist dann auch erreicht. Was jetzt wichtig ist, um das Ganze einzuordnen. Ihr seht jetzt hier immer die Alarmschwellen, die ich euch jetzt erzähle, 1 und 2. Auch der Messbereich, was das Ding überhaupt messen kann. Und wie können wir das Ganze jetzt einordnen, ob das überhaupt gefährlich ist? Und dafür gibt es jetzt zwei Werte, die ich einfach mal heute euch zeigen will. Das ist einmal der Arbeitsplatzgrenzwert MAK, das sogenannte maximale Arbeitsplatzkonzentration. Dieser Wert ist offiziell von, ich glaube, von den BGs oder von der DGUV, ich weiß es gar nicht genau, im Endeffekt benannt worden. Das wird auch immer wieder aktualisiert. Und das bedeutet, bei dieser Konzentration darf eine Person am Arbeitsplatz 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche arbeiten, ohne dass das Ganze gesundheitsgefährdend ist. Dann gibt es noch einen zweiten Wert, der sogenannte Einsatztoleranzwert. Das ist ein Wert, der von der Feuerwehrseite kommt. Am Ende von der Präsentation habt ihr auch wieder die Quellen. Da steht auch drin, wo wir das genau her haben. Und dieser Einsatztoleranzwert kann dann entweder für eine Stunde oder für 4 Stunden angegeben werden. Das heißt, bei diesem Wert, der hier unten steht, darf eine Feuerwehreinsatzkraft ohne Atemschutz so lange arbeiten, 1 oder 4 Stunden. Und da kann man es, denke ich, ganz gut einordnen. Kohlendioxid, Alarmschwellen bei 0,5 und 1,0 Volumenprozent. Der Arbeitsplatzgrenzwert ist bei 0,5 Volumenprozent und der Feuerwehrtoleranzwert für 4 Stunden ist bei 1 Volumenprozent. Also das liegt nahe beieinander. Im Endeffekt heißt ein Alarm hier, hey, du darfst hier nicht länger als eine Stunde arbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Sauerstoff ist jetzt ein Sonderfall. Sauerstoff ist auch in der Atemluft, hatten wir vorhin schon gesagt, vorhanden. Der normale Wert in der Atemluft ist bei 20,9 Volumenprozent. Wenn ich ausatme, sind da in der Regel noch 17 Volumenprozent Sauerstoff drin. Und was ich gefunden habe, in dem Moment, wo man und eine Sauerstoffkonzentration von unter 16 Volumenprozent in der Luft hat, dann wird es kritisch für eine Person. Das heißt, wenn man da länger drin ist, dann bekommt man Probleme mit Sauerstoffmangel schlicht und einfach. Und da gibt es jetzt zwei Alarmschwellen, nämlich einmal bei 18 Volumenprozent, wenn es da drunter sinkt, ist zu wenig Sauerstoff da, dann fängt das Gerät das Piepen an, also auch da wieder 2% Reserve. Und der zweite Alarm ist bei mehr als 23%. Warum jetzt bei mehr als 23%? Das ist ungewöhnlich viel Sauerstoff und das fördert natürlich das Brennen. Je mehr Sauerstoff ich in der Luft habe und ein Feuer oder irgendwas habe, desto schneller, desto heftiger brennt das Ganze. Messen kann das Ganze wohlgemerkt bis 25 Volumenprozent. Dann das nächste ist Ammoniak. Das muss ich hier mal kurz in meinen schlauen Notizen nach unten scrollen. Gut, genau. Also Ammoniak, wie gesagt, kommt in größeren Kühlanlagen vor und dann auch in sehr, sehr, sehr großen Mengen. Die erste Alarmschwelle bei 50 ppm, die zweite bei 75 ppm. So nebenbei, dieses ppm und Volumenprozent kann ich auch ineinander umrechnen. Nämlich ppm entspricht 0,0001 Volumenprozent. Also im Endeffekt, so viele Nullen kann man da einfach nicht darstellen. Und deswegen wird es dann in ppm ausgedrückt. Volumenprozent ist also auf jeden Fall immer wesentlich mehr als ppm.
Arbeitsplatzgrenzwert von Ammoniak liegt bei 20 ppm, also diesmal unter der unteren Alarmschwelle. Der Einsatztoleranzwert eine Stunde für die Feuerwehr bei 160 ppm, also die Alarmschwellen liegen irgendwo dazwischen. Das heißt, im Endeffekt bei 75 ppm muss ich da auch sagen, okay, ich kann da auf jeden Fall noch einen begrenzten Zeitraum ohne Atemschutz im Notfall arbeiten. Schwefelwasserstoff hatten wir vorhin gesagt, Faulgase. So, Faulgase, untere Alarmschwelle, also die erste Alarmschwelle 5, zweite bei 20 ppm. Der Arbeitsplatzgrenzwert liegt hier genau bei diesen 5 ppm und der Einsatztoleranzwert für die Feuerwehr liegt bei 27 ppm, also in dem Fall tatsächlich ziemlich nah beieinander. Also aber auch hier wieder, ich kann noch eine Stunde arbeiten, wenn der zweite Alarm losgegangen ist. Interessante Nebeninformation, sowohl Ammoniak als auch Schwefelwasserstoff sind so nebenbei brennbar und können dann auch explodieren. Auch die haben Explosionsbereiche, aber die liegen dann tatsächlich wo ganz anders, nämlich bei Ammoniak bei 15,4 Volumenprozent, also da wären wir jetzt bei 154.000 ppm, also ganz weit weg von diesen Werten, wo es giftig ist. Und bei Schwefelwasserstoff wäre es bei 4,3 Volumenprozent. Und was würde dann passieren? Also in dem Moment, wo ich hier unten quasi 5 ppm erreicht habe, dann piept das Ganze, weil das Ganze giftig ist. Wenn ich da weit, weit, weit drüber bin, wir haben einen großen Austritt von großen Mengen, dann kann es auch sein, dass das Ding Alarm schlägt, dass ich die Explosionsgrenze erreicht habe. Also in dem Fall kann es sein, dass es zweimal Alarm schlägt oder aus zwei Gründen. Ganz zum Schluss auch nochmal das Thema Kohlenmonoxid. Die Alarmschwellen sind die gleichen, ist auch gut so, wie bei unserem kleinen CO-Warner, nämlich bei 30 und bei 60 ppm. Und hier der Einsatztoleranzwert, hatte ich vorhin schon mal gesagt, bei 83 ppm. Der maximale Messbereich von unserem Messgerät hier ist übrigens bei 500 ppm. Das ist auch genau die Schwelle, wo wir vorhin gesagt haben, ab da wird es lebensbedrohlich. Also das kann das Messgerät gerade noch so messen. Gut, sind wir wieder an dem Punkt, jetzt können wir tief durchatmen. Das war ziemlich viel Theorie. Wie gesagt, ihr müsst euch diese Werte nicht merken. Was hängen bleiben soll, ist, wenn das Ding Alarm schlägt, keine Panik, das ist noch nicht gefährlich. Und wichtig ist, gebt qualifiziert weiter, was da draufsteht. Die Info, die von euch kommen muss an den Gruppenführer, ist, ich messe gerade, ich habe meine erste oder meine zweite Alarmschwelle erreicht, ich messe gerade H2S 20 ppm. Also diese Werte, also diese Zahlen, diese Formeln H2S stehen auf dem Display, die Zahlen stehen dahinter und das sind die Informationen, die ihr uns unbedingt weitergeben müsst. Geschafft, sind wir durch die Messgeräte und damit auch durch die Absperrmaßnahmen durch. Nächstes Thema von der GAMS-Regel ist die Menschenrettung. Und in Sachen Menschenrettung gibt es bei ABC-Einsätzen auch wieder eine Besonderheit. Das findet ihr in der Feuerwehr sonst bei keinem Thema. Diesen Satz hier, zur Menschenrettung muss unter Umständen eine erhöhte Eigengefährdung der Einsatzkräfte in Kauf genommen werden. Das steht haargenauso in der FWD V 500 drin. Woher kommt das? Gefahrguteinsätze sind was sehr Spezielles und gerade die Schutzanzüge hat nicht jeder Feuerwehr und zum anderen, es dauert auch unheimlich lange, diese Schutzausrüstung anzulegen. Und wenn wir wirklich eine akute Situation haben und ein Menschenleben retten müssen, dann ist es schlicht und einfach zu spät, wenn da die Sonderausrüstung vor Ort ist und dann wirklich angelegt ist. Und deswegen gibt es diese Klausel. Das kann ich aber jetzt nicht einfach so machen, das kann auch nicht einfach jeder entscheiden. Die Kernfrage dabei ist immer, wie ist die Überlebenschance der Person, der Personen, die ich retten möchte, wenn ich unter Sonderausrüstung und wenn ich nicht mit Sonderausrüstung vorgehe. Und wenn es heißt, ja gut, die brauchen jetzt noch 10 Minuten, bis sie kommen, dann müssen sie sich noch anziehen, dauert nochmal 10 Minuten, sind 20 Minuten rum, lebt die da vorne dann noch oder eben nicht? Das muss sich der Einsatzleiter im Endeffekt überlegen. Auf der anderen Seite, hat die noch eine Überlebenschance, wenn ich da mich selbst in Gefahr bringe? Diese Fragen muss man sich im Endeffekt auch stellen. Und in der FWD V 500 steht drin, nach Entscheidung des Einsatzleiters können Einsatzkräfte zunächst ohne vollständige Sonderausrüstung vorgehen. Aber ganz wichtig, Atemschutz ist Mindestvoraussetzung. Also es wird bei ABC-Einsätzen niemals ohne Atemschutz vorgegangen, auch nicht zur Menschenrettung. Das ist unheimlich wichtig. Und der Einsatzleiter kann wohlgemerkt auch entscheiden, nein, in diese Gefahr schicke ich meine Leute nicht. Dann gibt es auch noch einen zweiten Punkt, das war jetzt das Thema Menschenrettung ohne Sonderausrüstung. Wir hatten das letzte Mal von diesen sogenannten Gefahrengruppen,
der von A, B, C Gefahren gesprochen und vor allem von dieser Gefahrengruppe 3. In dieser Gefahrengruppe 3 dürfen die Bereiche erst dann betreten werden, wenn eine fachkundige Person vor Ort ist und zur Verfügung steht. Wenn es jetzt um die Rettung von Menschenleben geht, kann der Einsatzleiter entscheiden, dass er auch diese Gefahrenbereiche betritt, ohne auf die fachkundige Person zu warten. Aber wichtig, es gibt auch Ausnahmen davon. Also es gibt auch spezielle Bereiche der Gefahrengruppe 3. Egal wer da drin ist, da darf man nicht rein. Kann euch beruhigen, in Marktheidenfeld und in der weiteren Umgebung gibt es sowas nicht. Und richtig schön ist da unten der Satz: Bei der Risikoabwägung trägt der Einsatzleitung eine besondere Verantwortung. Jo, herzlichen Glückwunsch an alle Einsatzleiter. Das haben wir, das habt ihr euch so ausgesucht. Gehört dazu. So, und damit sind wir auch mit dem letzten Punkt durch. Menschenrettung, und damit haben wir die ganze Regel durch. Schön wäre es jetzt, wenn wir fertig wären. Blöderweise haben wir gesagt, wir sind Spezialkräfte. Also irgendjemand muss die Scheiße auch noch aufräumen. Also es geht um die Beseitigung der ABC-Gefahr. Und das haben wir auch schon mal gemacht. Welche Möglichkeiten haben wir da? Da gibt es im Endeffekt 3 Stichworte. Auffangen, abdichten, umpumpen. Normalerweise auch in der Reihenfolge. Also als erstes mal schmeiße ich da irgendwas drunter, um das, was rausläuft, notdürftig aufzufangen. Dann versuche ich das Ganze irgendwie notdürftig abzudichten. Und dann, wenn ich es entweder dicht habe und quasi da wegbringen will, oder wenn ich es eben nicht schaffe, komplett abzudichten, dann pumpe ich um. Und für alles das haben wir Material da. Das soll es für heute gewesen sein, weil das darf sich nämlich der Peter und der Christoph zusammen am Freitag in der Woche angucken. Das wollen wir uns praktisch anschauen. Was haben wir für Gerätschaften da, um eben ABC-Gefahren zu beseitigen, um damit umzugehen. Und schauen wir uns dann schlicht und einfach in der Praxis, wie wir es so schön sagen, im Moment tatsächlich mal an. Wichtig an der Stelle ist aber jetzt, hier ist Menschenrettung vorbei. Das bedeutet, das darf auf jeden Fall nur unter einer angemessenen Sonderausrüstung passieren. Angemessen bedeutet immer, kommt auf den Stoff an. Und es muss auf jeden Fall immer ein Sicherungstrupp mit der gleichen Sonderausrüstung bereitstehen. Und Dekonstufe 2 muss in dem Moment, wo der Trupp loslegt, beziehungsweise 15 Minuten danach einsatzbereit sein. Jo, fast geschafft. Letzter Punkt, Verhalten an der Einsatzstelle mit Gefahrstoffen. Und jetzt kommen nochmal ein paar sehr allgemeine Punkte. Ich hoffe, nichts davon wird euch überraschen. Wie gehe ich an der Einsatzstelle mit Gefahrstoffen um? Erstens mal, keine Zündquellen mitführen. Auch in dem Moment, wo ich weiß, um was es da geht, wenn ich jetzt weiß, das ist gar nicht brennbar, in dem Moment, wo wir einen Gefahrguteinsatz haben, haben da Mobiltelefone, Streichhölzer, Feuerzeuge, Funkgeräte nichts verloren. Mobiltelefone sollten sowieso immer im Feuerwehrhaus bleiben, allerspätestens im Feuerwehrfahrzeug. Streichhölzer, Feuerzeuge auf jeden Fall auch. Und dieses Punkt Funkgeräte ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo ich mich als Einsatzkraft in einen explosionsgefährdeten Bereich begebe, darf ich auch kein Funkgerät dabei haben. Es gibt auch sogenannte ex-geschützte Funkgeräte. Davon haben wir im Moment gar keine. Das heißt im Endeffekt, wie können wir kommunizieren in so einem Fall? Na, wir laufen hin und her. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben. Und das müssen wir tatsächlich auch machen, weil es darf nicht passieren, dass wir der Zündfunke sind. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Zweiter Punkt, der Gefahrenbereich wird nur mit der angeordneten Schutzausrüstung betreten. Der Einsatzleiter, der Gruppenführer bestimmt, was diese angeordnete Schutzausrüstung ist und dann dappt da auch sonst keiner mit irgendwas anderem rein. Wenn CSA angesagt ist, dann läuft da keiner mit normalem Atemschutz rein. Wenn Atemschutz angesagt ist oder nochmal eine Überjacke oder Infektionsschutzanzüge, dann läuft da keiner ohne diese Schutzausrüstung rein. Das ist wichtig, auch für uns. Was wir das letzte Mal gesagt haben, Hinweise auf ABC-Gefahren unbedingt sofort melden. Deswegen haben wir die Ausbildung das letzte Mal gemacht. Ihr wisst, was die ABC-Kennzeichnungen sind. Ihr könnt zumindest grob sagen, was es ist, könnt es qualifiziert weitergeben. Und wenn euch irgendwas Ungewöhnliches außer so einer Kennzeichnung oder irgendeinem komischen Behältnis auffällt, dann das im Zweifel immer weitergeben. Wir hatten es letzte Woche gesagt, komische Gerüche, Nebelbildung, euch laufen auf einmal Horden von Wildschweinen entgegen, die da nicht hinkommen, irgend sowas. Auf jeden Fall immer weitermelden, Zweifel, melden macht frei, dann weiß der Einsatzleiter, der Gruppenführer Bescheid. Einsatzstellenhygiene beachten. Gilt natürlich nicht nur Gefahrguteinsätze, aber soll hier nochmal speziell genannt werden.
beim Einsatz im Gefahrenbereich und auch außerhalb, also im gesamten Einsatzbereich, darf nicht gegessen, nicht getrunken und nicht geraucht werden. Nicht, also Rauchen ist auch ziemlich schwierig, wenn ich kein Feuerzeug dabei habe, so nebenbei. Und dann darf der Gefahrenbereich auch nur über den Dekonplatz verlassen werden. Hilft nichts, wenn der AC-Zug das alles wunderschön aufbaut und dann laufen die Einsatzkräfte an einer anderen Stelle raus und verschleppen die Kontamination trotzdem. Und Anzeichen von gesundheitlichen Störungen oder ungeschütztem Kontakt, wohlgemerkt mit ABC-Stoffen, muss unbedingt auch an den Staffel- oder Gruppenführer gemeldet werden. Also in dem Moment, wo er merkt, hey, irgendwas ist komisch, ich war in einem Gefahrguteinsatz, das auf jeden Fall immer weitergeben. Und wenn ihr irgendwie damit in Kontakt gekommen seid, müsst ihr das auch sagen. Es gibt auch so Formulare, wo das Ganze dann an der Dekonstelle, am Dekonplatz dann aufgenommen wird. Hey, wo hatte der denn überhaupt Kontakt mit dem Gefahrstoff? Und im Zweifelsfall ärztlich untersuchen lassen. Wir sind hier alle freiwillig tätig. Umso mehr, wenn ihr irgendwie Zweifel habt, gibt es immer die Möglichkeit, danach zum Arzt gehen. Also im Endeffekt immer in unserem Fall auf Bernhard, Johannes, aber auch auf alle anderen Gruppenführer zugehen. Und dann ist das auf jeden Fall möglich und soll auch auf jeden Fall gemacht werden. Gut, das war's. Hier nochmal die Quellen, werden wir nachher auch wieder als Schulungspaket bereitstellen. Einfach, dass ihr seht, das ist nichts, was wir uns wieder ausgedacht haben. Hier oben die FWD V500. Hier unten sind teilweise die Quellen, wo wir diese ganzen Messwerte, zum Beispiel die Einsatztoleranzwerte herhaben, angegeben. In der Präsentation findet ihr auch, wo die ganzen Grenzwerte im Endeffekt mit einzelnen Quellen herkommen. Wie gesagt, diese Sicherheitsdatenblätter. Und ja, interessant ist, so wirklich komplette Sammlungen zu diesem Thema habe ich zumindest nicht gefunden. Also ihr seht, es ist eine bunte Mischung aus verschiedenen Themen. Ja, zum Schluss wollte ich euch noch was zeigen. Gefahrgut ist immer was so abstrakt ist. Ja, das ist ein wunderschönes Bild von der A3, ungefähr eine Stunde von hier. Ich hoffe, es wird uns nie begegnen, aber so kann es aussehen. Das ist ein Gefahrgutunfall und ja, das war so nebenbei ein Narkosemittel. Also in dem Moment sollten wir erkennen, da handelt es sich um einen Gefahrgutunfall und das sieht hier so leer aus. Hinter der Kamera waren sehr, sehr, sehr viele Feuerwehrfahrzeuge und unter anderem auch ein großes Aufgebot von TUIs. Ja, hoffen wir, dass uns sowas nicht passiert. Ich zeige euch das einfach nur, um nochmal zu sagen, so abstrus und abstrakt, wie es manchen vorkommt, ist es leider nicht. Wir müssen das immer im Hinterkopf behalten und diese Ausbildung vor allem auch ist wirklich wichtig. Gut, ich hoffe, es war nicht zu sehr langweilig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Da hinten stehen sie schon und grinsen. Ihr könnt jetzt auch grinsen. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.